Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Ihr seid immer schon Fans von uns. Wenn ihr das nicht seid, werdet ihr das ganz schnell, und zwar auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, auf Patreon und Steady, weil dort könnt ihr uns auch noch ein bisschen was in den Geldbeutel schmeißen und uns nicht nur huldigen und Lob preisen, wie das zum Beispiel auch der Mario und die Lisa machen und uns hier was zustecken, damit wir uns ab und zu mal ein Bierchen gönnen können. Danke an dieser Stelle. Danke, danke. Ja, es ist gerade hart, unschwer und schmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse. Und wir sind noch nicht auf OnlyFans, aber einfach nur deswegen, weil wir noch nicht genug aufmunternde Zuschriften bekommen haben. Also wenn es das wollt, dann müsst schon euch ein bisschen ins Zeigeln. Oder wenn ihr es nicht wollt, dann werdet ihr Patreon oder Steady-Follower und gebt uns ganz viel Geld, damit wir nicht gezwungen sind, unseren Körper zu verkaufen. Richtig, richtig. Ich glaube, wir müssten auf Patreon ein Tier einführen, mein letztes Hemdtier, dass wir es anlassen. Wir haben nicht nur Radio Gesichter, sondern auch Radiokörper. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ein Radiokörper ausschaut. So wie dein Radiogesicht. Bist du eher so der Hochtöner oder eher so die Kisten wie so ein Subwoofer? Ich weiß es ja nicht. Ich darf ja nicht sagen, du bist klein und dick. Du wirst ja wieder geschimpft von Zuhörerinnen. Ja. Hätten wir das auch alles untergebracht? Wie ihr wisst, bin ich nicht der Landau, sondern das ist der Flodo, also der andere. Hallo, der andere. Und wir haben uns auch dieses Mal wieder intellektuelles Aufputzwerk gegönnt, damit wir euch auch oberhalb der Gürtellinie unterhalten können. Und zwar haben wir uns einen der beiden Veranstalter des Wiener Trailruns vors Mikrofon geholt. Das ist nämlich der Matthias Stiedl. Grüß dich. Hallo, einen schönen Abend auch von meiner Seite. Du bist du bist bekannt in der Szene mittlerweile, eher aus der Ecke des, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Eventmachers, Eventdurchführenden. Veranstalter. Ja, Veranstalter. Also, du wärst mir jetzt da, ohne despektierlich zu sein, nicht als der Frontrunner aufgefallen, den man jetzt einfach kennt, weil er 12 Staatsmeisterschaftstitel hat. Aber du bist trotzdem sehr umtriebig in der Szene. Trifft's das? Ja, ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. Ich würde mal sagen, es liegt vielleicht auch an meiner 2 Meter Körperlänge, die es nicht unbedingt leichter macht, immer der Schnellste zu sein, und 90 Kilo dazu. Aber ich habe doch tatsächlich mal einen Marathon geschafft unter 3 Stunden. Also das ist schon. Red mal mit dem Walter, Andi. Der ist auch irgendwie recht imposant in der Höhe. Ist gut, ja, stimmt schon. Aber sagen wir mal so, die Voraussetzungen auch in meiner Jugendzeit waren nicht da, dass ich da schon viel trainiert habe. Aber ich habe Laufen immer als Leidenschaft gehabt. Selbst, wie gesagt, Marathon in Distanz gelaufen. Einmal beim Wien rund um Adum, zumindest 108 Kilometer erreicht. Das ist, das ist fast so weit wie ein Marathon. Fast so, ja. Also ich habe solche Sachen schon gehört. Also, wie weit war der Lauf? Ah ja, 100 Kilometer. Boah, das ist fast so weit wie ein Marathon. Ja, fast. Ja. Also ich hätte mal gesagt, so ambitionierter Hobbyläufer war ich mal. Jetzt bin ich schon ein bisschen älter mit Kind und da ist nicht mehr so viel Zeit. Aber ja, ich bin trotzdem gern dabei und veranstalte auch so gerne Läufe. Und eine gewisse Erfahrung als Läufer selber macht natürlich schon was her. Das heißt, du warst zuerst Läufer und bist dann irgendwie Veranstalter geworden. Was hat dich dann da irgendwie dazu bewogen, die Laufschuhe quasi gegen die Veranstalterschuhe zu wechseln? Wobei ganz hast du das ja nicht aufgegeben. Das heißt, du laufst nicht nimmer, sondern du bist nun nimmer so im Volltraining, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
Genau, also ich habe eine Zeit lang, wie gesagt, ist weit weg vom professionell, aber aus Leidenschaft viel gelaufen. Dann irgendwann hat es den Punkt gegeben mit der Geburt meines Sohnes, wo sich die Prioritäten ein bisschen verschoben haben. Aber laufen war ich trotzdem immer halt immer langsamer und immer kürzer. Aber bin trotzdem gern und viel unterwegs. Zum Veranstalten bin ich eigentlich gekommen und da schließt sich irgendwie der Kreis mit Jürgen Smirz, der doch bekannter ist in der Szene als Veranstalter von zahlreichen Events, vor allem der Lindkogel Trail und der Unirun sind da zwei Beispiele. Und wir haben eigentlich vor 7, 8 Jahren den ersten Fairness Run auf der Donauinsel gemacht, wo wir zufällig zusammengespannt wurden, eigentlich durch seinen Bruder, einen Freund von mir, der gesagt hat, ja, der Jürgen, der will einen Lauf machen und du hast irgendwas mit Nachhaltigkeit studiert, wolltest dich dann nicht einmal treffen. Und so ist eigentlich eine Freundschaft und Arbeitsbeziehung bis jetzt entstanden, die jetzt heuer im Vienna Trail Run eigentlich gegipfelt ist, möchte ich sagen. Und haben wir wieder zusammengearbeitet. Er ist aber, sage ich mal, wenn es ein Aushängeschild gibt in der Veranstaltungsszene, für mich ist es er. Ich bin halt ich darf bei ihm lernen, sage ich immer. Und ja, deswegen passt das ganz gut, die Kombination. Mhm. Wobei, du hast irgendwas mit Nachhaltigkeit studiert, das klingt schon mal sehr gut. Das ist auch ein bisschen, das würde jetzt auch sofort irgendwie Richtung Trailrun in meinem Kopf gehen. Dass man sagt, so Trailrunning, Nachhaltigkeit, die zwei Themen passen ja gut zusammen. War das mit der Grund oder hast du einfach gesagt, mich interessieren Laufveranstaltungen an sich, wie man die gut machen kann und ich bringe einfach mein Interesse für Nachhaltigkeit da mit ein in die ganze Eventszene? Also begonnen hat es bei mir eigentlich wirklich im Studium, weil ich eine Master, ich habe auf der BOKU studiert, den Master in Abfallmanagement gemacht und meine Betreuerin damals war leidenschaftliche Läuferin und ich war zuerst bei einer Seminararbeit, weil da waren so mehrere Arbeiten ausgeschrieben, man konnte sich ein Thema wählen und eines war Abfallmanagement bei Laufveranstaltungen und das war so, normal war es mir immer wurscht, was für ein Thema ich war, aber da habe ich gesagt, das will ich unbedingt haben, das ist so meine Leidenschaft und das, was ich studiere, verbinde und habe mich dann in diese Seminararbeit ziemlich reingetigert und habe mich dann in Österreich auch so umgeschaut, wie so der Status quo ist. Mhm. Und auf Grundlage dieser Arbeit habe ich dann die Möglichkeit gehabt, eine Masterarbeit in Luxemburg zu machen, beim Luxemburg-Marathon. Mhm. Also ich bin eigentlich seit 2017, glaube ich, jedes Jahr in Luxemburg und mache dort das Abfallmanagement mittlerweile, also auch auf quasi professioneller Ebene. Bin dort hängen geblieben als Student und das war so der erste Schritt, zu schauen, wie kann ich eine Marathonveranstaltung ein Stück nachhaltiger gestalten. Wie, da muss ich gleich direkt reingrätschen, ja. Wie kann man sich bei einem Marathon das Abfallmanagement vorstellen, beziehungsweise wie geht man dahin, dass man sagt, okay, ich kenne die 0815 Abfalldinge beim Marathon, dass du nämlich nach jeder Labe irgendwie, keine Ahnung, 400 Kilo Plastikbecher herumfliegen. Also wie geht man an sowas heran, weil ich weiß nicht, der Luxemburg-Marathon hat 17.000 Läufer, was ich so gelesen habe. Also das ist jetzt nicht nix. Ja, ich meine, das ist lustig, weil als erstes kommt immer die Becher-Sache beim Laufen. Wenn man sich das aber mengenmäßig anschaut, was bei so einer Veranstaltung an Müll anfällt oder Abfall, mhm. Müll darf man nicht sagen in der Fachsprache, dann ist das eigentlich ganz wenig, weil das meiste besteht beim Aufbau, bei den ganzen Messen, bei der Verpflegung im Hintergrund. Also wir haben Container voller Müll im Auf- und Abbau. Okay. Es ist auch relativ. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was im Auf- und Abbau für Müll entsteht. Ich weiß nicht, wie es in Wien ist im Hintergrund, aber es gibt ja diese Laufmessen. Mhm. Das heißt, jeder bringt seine Kartons mit irgendwelchem Zeug, verkauft Sachen, haut die Kartons in der Regel weg. In Luxemburg ist so, dass, also wenn ich schon mal dort war, unbedingt mitlaufen, ist wahrscheinlich der geilste Marathon in Europa, weil er nämlich am Abend stattfindet und du läufst. Das ist ein Nachtmarathon, ja. Mörderstimmung in der Stadt, also ich bin einmal da beim Halbmarathon mitgelaufen, und das ist mega. Und es ist halt partymäßig, das heißt, Party heißt Alkohol, Alkohol heißt wieder Einwegzeug, damit sich keiner wehtut. Und eine große Bank ist Sponsor, das heißt, die schmeißt Goodies hinein ohne Ende, die auch dann überall landen. Und so kommt schon einiges zusammen. Also ich habe dann versucht, diese Abfallströme auch zu erheben
Und das im Endeffekt war es so, dass ich hinkommen bin und die erste Veranstaltung war einfach, das ist in einer riesigen großen Halle, ein bisschen ähnlich wie in Frankfurt, der Zieleinlauf. Und das war alles voller Flaschen, Becher, Bananenschalen, wirklich wie ein Müllplatz am nächsten Tag. Das heißt, der erste Schritt war mal einfach zu versuchen, den bestehenden Abfall zu trennen und in gewisse Ströme zu leiten, dass es einfach sauber ausschaut. Und das ist dann ein recht cooler Effekt, weil die Leute das wahrnehmen und sagen, boah, letztes Jahr bin ich über die Flaschen geflogen und jetzt ist eine Ordnung. Mhm. In weiteren Schritten müsste man natürlich an der Quelle anfangen und die ganzen, das, was wir jetzt beim Traillauf gut machen können, weil wir es selber steuern können, einfach über Sponsoren zu sagen, na, ihr dürft das nicht verteilen mit gewissen Auflagen, ist bei einem Millionenmarathon was anderes, wenn da eine große Bank zahlt, wollen die ihre Goodies rausbringen. Das ist sicher eine ganz andere Geschichte, da steht ja das Geld dann im Hintergrund und der Wille, wie weit man es wirklich verändern will. Also das ist sicher noch nicht abgeschlossen und da gibt es auch gewisse Grenzen dann bei so einer Riesenveranstaltung, halt generell wie bei Events. Ja, aber es geht also, halt. Du brauchst dann wahrscheinlich bei dem Hauptsponsor oder bei den Hauptsponsoren, wenn es zwei oder drei sind, die willigen Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, wo du einfach sagst, hey, wenn ihr schon irgendwie 150.000 Backel Gummibären in die Menge pfeffert, nehmt doch welche, wo kein Plastik außen rundherum ist, sondern, keine Ahnung, irgendwas aus schmeißt nur die Gummibären und die Leute. Feuert es direkt in die Menge, die Gummibären. Genau, nein, oder irgendwie. Ja, oder nehmt halt irgendwas, was jetzt da schnell verrottet oder sonst irgendwas. Und das ist auch irgendwie das, mit dem man als Veranstalter eher weniger hausieren geht und sagen kann, wir sind groß nachhaltig, weil wir jetzt die Bank XY dazu gebracht haben, das Goodiebag nicht zu vergeben. Man liest dann eher, dass die Marathons dann, wie du sagst, und das ist auch, was dann auch bei uns hängen bleibt, dass dann halt um die Plastikbecher geht und das, was man quasi visuell wahrnimmt, was jetzt viel da ist und was dann irgendwann weniger da ist, aber die Dinge, die erst gar nicht reinkommen, die kann man dann auch schlecht irgendwie großartig verkaufen und sich als der nachhaltige Marathon hinstellen. Genau, ja. Also wir können eh gerne auch reden, was wir versuchen halt in kleinen Veranstaltungen zu machen. Ich glaube, da ist schon sehr viel möglich und wir haben auch ein super Feedback bekommen in dieser Hinsicht, dass das die Leute wirklich merken, dass wir uns da versucht haben, Gedanken zu machen. Aber es ist natürlich immer eine Frage der Masse. Also wie beim Musikkonzert, beim kleinen Konzert kannst du sagen, nehmt jeder einen Becher und füllt es den nach oder nehmt euch selber was mit. Aber bei einem riesen Donauinselfest ist schon wieder schwierig. Obwohl es, muss man sagen, in Wien eigentlich auch bei großen Events recht gut funktioniert mit gewissen Maßnahmen. Aber es ist trotzdem immer eine Entscheidung des Individuums, was man dann macht. Und zwei Gruppen sind immer schwierig, nämlich alkoholisierte Menschen logischerweise und komplett erschöpfte Marathonläufer, die im Ziel jetzt nicht überlegen, wo schmeiße ich meinen Müll hin, sondern die sind einfach fertig. Und da muss man halt das in der Planung so aufbauen, dass es halt nur einen Behälter gibt, wenn sie ihre Wasserflasche haben. Also die Quote der Flaschen einsammeln ist schon mal ein erster Schritt, dass man zumindest wieder sie nicht verbrennt, sondern recyceln kann. Das ist einmal eins. Aber wie gesagt, das sind jetzt zwei Ebenen. Das eine ist bei Großveranstaltungen, das andere ist im Kleinen. Weil wenn ich bin ja auch teilweise bei anderen Laufveranstaltungen unterwegs und auch in manchen kleinen Gemeinden funktioniert das nicht, obwohl es da nur 100 Leute mitmachen. Also da gibt es dann trotzdem die Plastikbecher und alles. Also, ja. Aber du machst aber nicht nur das Abfallmanagement, sondern das bringst du halt einfach immer mit ein, weil quasi, weißt du, dein Steckenpferd quasi von früher schon ist, was eh optimal ist, weil ich glaube, viele Veranstalter würden gern sowas machen, wüssten aber gar nicht, wo es anfangen sollen. Weil sie sich einfach denken, ja, puh, ich bastel mir mal eine Veranstaltung und ich habe so viel mit meiner Anmeldung und mit meiner Zeitnehmung und mit meiner Streckenführung und mit was Gott was allem zu tun, dass ich an das halt als allerletztes denke. Und wenn ich aus der Schiene komme, dann denke ich es halt gleich mit von genau, vorne weg. Also bei uns ist halt auch so, dass Veranstaltungen heutzutage brauchen einen gewissen USP oder irgendein Merkmal, warum sie wahrgenommen werden. Es gibt einfach sehr viele Laufveranstaltungen und meiner Meinung nach gibt es entweder die bekannten Großveranstaltungen, die man jahrelang kennt, wo man einfach mitmacht, oder es sind gezielte Nischen, die halt gut gehen und da ist Trailrunning sicher jetzt im aufkommenden Ast, plus so Special Events, die halt ziehen, weiß nicht, wie ein Hindernislauf, die ganzen Gatschläufer, die es gab, weiß nicht mehr, ich habe das Gefühl, die gehen auch durch Corona, ist ein bisschen gebremst worden, der Aufschwung, aber es gibt, braucht einfach immer ein bisschen was Neues oder was Bekanntes, aber der klassische, sag ich mal, Stadtlauf oder diese
5, 10 Kilometer Läufer, die einfach nur eine Strecke haben und eine Zeit nehmen und die sind nicht mehr so die Pferde wie früher und es ist immer schwieriger, die zu finanzieren. Ja, und da sehe ich halt die Möglichkeit zu sagen, okay, man geht einen Schritt weiter und nimmt halt einen neuen Aspekt rein. Und bei uns ist halt dieser Green Event Gedanke und beim Trailrun einfach aus dem Grund, dass wir sagen, wir sind mitten in der Natur unterwegs. Und für uns ist total klar, dass wir einfach nicht mit einem Müllberg arbeiten können. Das ist was anderes, wenn die Ringstraße voll ist, wissen wir, die M48 fährt nachher durch. Und das ist sauberer als vorher wahrscheinlich. Durch den Wald hat man einfach gewisse Auflagen und sehen wir uns auch in der Verantwortung, das so zu nutzen, dass man auch wieder ein zweites Mal kommen darf. Ja, ich glaube, das gehört auch einfach zum respektvollen Umgang. Also wenn ich beim ersten Banklauf bin, dann schmeiße ich es auch mein Ding einfach weg, weil ich weiß, dass die M48 sowieso kommt und ob es jetzt ein Ding mehr oder weniger aufnimmt, ist eh schon wurscht. Aber in der Natur gebietet es eigentlich, dass man nichts fallen lässt. Und das hat mich, ich war einmal beim Transvulkanier, der sagt das sicher auch was, der ist ja auf La Palma und das hat mich so gewundert, dort ist das überhaupt nicht so. Die Leute scheißen auf gut Deutsch vollkommen drauf, der hat von mir eine halbe Gatorade-Flasche einfach fallen lassen, am Boden ist weitergelaufen. Das war dem so wurscht. Also, ich meine, es ist ja, das ist ja schon auch irgendwie, finde ich gut, dass das bei uns dass das einem von uns so absurd vorkommt, dass so einer das macht, aber es ist manchmal schon arg, wie respektlos dann die Leute auch irgendwie umgehen mit der Natur und dem Ding, wo sie eigentlich gern laufen. Also ja, und gleichzeitig finde ich, was du vorher gesagt hast, da spannend, dass viele das vielleicht gern machen würden, aber nicht wissen, wo sie anfangen. Also es ist auch so, wo wir sagen, da würden wir auch gern weiter unterstützen. Also wenn es natürlich Veranstalter gibt, die sagen, hey, hab gehört bei euch, hat das gut funktioniert, wollt ihr uns Tipps geben oder zusammenarbeiten? Also das ist sicher was, wo ich auch versuche, weiter dran zu arbeiten, das irgendwie so anzubieten, dass es eben ein Low-Level-Service ist, wo man gemeinsam sich einen Plan erarbeitet, weil es sind nicht so viele Schrauben und man kann recht viel machen. Und es gibt auch gewisse Wettbewerbe wie den nachhaltig gewinnen, wo man dann einreichen kann seine Veranstaltung und auch sich wieder ein bisschen was da zurückholen kann. Also so Green Events zum Beispiel gibt es mehrere, hat Förderungen. Also wir haben auch das Umweltzeichen, das eine von wenigen Veranstaltungen auch erreicht, was schon noch Arbeit ist, muss man sagen. Also man muss schon auch da Papierarbeit erledigen. Also natürlich elektronisch, weil wir drucken ja nichts mehr. Aber es ist, ja, nicht leicht, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, kommt man da ganz gut rein. Also das ist sicher auch ein Angebot an alle, die sagen, hey, es interessiert mich, seit wir uns zusammen, können wir gern was machen. Das ist ja auch wichtig. Ihr verwendet nur Biopapier, das ihr selbst aus dem Wald holzt. Das ist genau. Sehr nachhaltig. Ja, aber du hast das ja gerade gesagt, also als Öko-Event und Green-Event, ich meine, das passt ja wunderbar zu der ganzen Trail-Community eigentlich dazu, weil nicht umsonst kommen diese ganze Blogging und Clean Your Trails-Geschichte und es sind ja echt viele Trailläufer, Trailläuferinnen, denen es einfach am Nerv geht, dass es irgendwo auf einem Wanderweg ausschaut und wir sehen es ja alle, wenn wir irgendwo rauf oder in einen Wald reinlaufen und du denkst da, bei manchen Sachen frage ich mich heute noch, was ich da schon im Wald gesehen habe, wo man gesagt hat, wie genau kommt es überhaupt hierher? Also die klassische Waschmaschine, die wir mit dem Auto wohin führt, okay, aber da waren einfach Dinge dabei, was du wirklich denkst, so, die hat keiner hergeführt, aber warum sollte jemals irgendjemand auf die Idee kommen, das mit in den Wald zu nehmen? Ja, der Aufwand, das in den Wald zu bringen, ist oft höher als zum Mistplatz, denke ich mal. Ja, und da sind vor allem auch Sachen dabei, was da echt so überlegst, so mit, was genau ist in der Stunde davor passiert, dass dieses Ding hier liegt. Das ist ein bisschen verstörend manchmal. Aber diese Öko-Event und nachhaltige Geschichte, das haben wir ja jetzt da, wir haben es bei relativ vielen österreichischen Trail-Events gesehen schon. Also ob das jetzt da von der ATRA ist, dass sie sagen, bei Events, die mit ihnen zusammen gemacht werden, müssen die Gelbackel mit der Startnummer angeschrieben werden, weil dann die Grundbesitzer, also weil du dann sagen kannst, hey, überall wo die Nummer drauf ist, wenn wir eine Nummer finden, dann wirst du halt disqualifiziert. Und wenn was anderes gefunden wird, was nicht kontrolliert worden ist, dann können wir zum Grundbesitzer sagen, ja, das kann schon sein, dass das dort liegt, aber es ist halt nicht von uns, weil unsere Sachen sind alle angeschrieben gewesen. Oder ob das ist, dass du am Anfang nicht irgendwie ein Startersackerl mit 48 gratis, weiß ich nicht was, Proben austeilst, sondern halt vielleicht nur
ein Startgeschenk, das sinnvoll ist, weil ihr habt zum Beispiel beim Vienna Trail Run jetzt da dieses Jahr den Faltbecher genommen. Genau, ja, weil gesagt haben, wir stellen einfach keine Einwegbecher zur Verfügung. Es ist natürlich, uns ist schon klar, die meisten Trailläufer sind gut ausgestattet, haben einen Rucksack, aber es ist halt gerade in Wien-Umgebung schon sehr viele Anfänger. Also ich habe jetzt nochmal die Zahlen angeschaut, gerade beim Light Trail und bei mittleren Variante waren sehr viele dabei, die sagen, es ist das erste Mal, dass ich mich jetzt in den Berglauf hineinwage. Und ich meine, und das sind 7,5 und 14 Kilometer, glaube genau, ich, dann, damit genau. Man so ein bisschen an Dings kriegt. Also genau, 7,5, ja. Muss sagen, es sind schon 2-3 Steigungen drinnen. Also wir haben ja viel die Strecke auch im Sommer gesucht und haben auch gedacht, boah, Wien ist ganz schön viel Höhenmeter in so einer Runde drin. Also man kann schon seine Wege finden. Aber wir sehen uns auch so ein bisschen als Einsteiger-Trail. Natürlich die Nähe zu Wien ist natürlich super. Aber auch Freunde von mir sind mitgelaufen und haben gesagt, sie hätten nicht gedacht, dass sie es überhaupt schaffen. Also es ist ja, man soll ja mal klein anfangen, es soll ja nicht gleich jeder sich übernehmen, weil da kann man sich dann eh noch weiter weg trauen auf andere Trails, denn ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Gefahr dieses Booms, dass man zu schnell, zu extrem startet. ich weiß nicht. Das ist eine Frage der falschen Freunde. Deswegen ist das eben so ein bisschen das Ziel auch, diese Großstadt mit, also es ist einfach eine schöne Geschichte, wie ich es persönlich finde, weil ich selber auch selber gelaufen bin schon und auch selber viel unterwegs bin im Wienerwald und es ist einfach schon ein Goldschatz, sage ich mal, in Wien sowas zu haben, dass du mit dem Bus im Endeffekt zu deinem Traillauf fahren kannst und wieder zurück. Und wir haben auch eine Befragung gemacht und über 50% sind tatsächlich mit dem Autobus gekommen, was ganz, ganz, ganz cool ist eigentlich für die Anreise. Es ist wirklich absurd viel Verkehr oben gewesen, noch generell, weil es ein super schönes Wochenende. Und erstaunlich, dass die Leute die 5 Meter darauf mit dem SUV fahren. Das ist halt die andere Seite von Wien. Wienerwald, das ist Gebirge. Ja, das ist ohne SUV kommst du nicht auf. Wie soll denn das funktionieren? Ich meine, eigentlich brauchst du dann 4x4 Range Rover. Das ist ja Lebensmittel, wenn da ein Wetterumbruch kommt, dann liegt da plötzlich ein Meter Neuschnee und da kommst du nicht mehr runter. Ohne Seilwinden und Ketten würde ich da jetzt damit nicht dran. Egal, ob es September oder Oktober ist. Ich bin jetzt schon drei, vier Mal, glaube ich, beim Vienna Trail mitgelaufen und bin jedes Mal mit Grödel gelaufen. Ich bin ja nicht wahnsinnig gelaufen, mit Grödel durch die Gegend. Seid ihr irre? Sauerstoff haben wir hier bei der Labestation. Ja, das ist eine gute, aber ich meine. Wasser, ISO-Sauerstoff. Klassiker. Ja, aber ich habe mich aber schon die längste Zeit gefragt, dass Wien da eigentlich relativ wenig Trail-Veranstaltungen eigentlich hat. Weil bis auf euch fällt mir dann auch jetzt nicht so viel. Es gibt in Vienna Trail Run, es gibt den Winter Trail. Also die beiden von euch im Endeffekt. Aber bei der Winter Trail ist es nicht von uns, das ist vom Rundumatum-Team. Das ist vom Rundumatum. Ja, das sind die anderen. Genau. Quasi. Und das war es aber im Großen und Ganzen mit Trails, oder? Rundumatum ist halt auch so ein halber Trail-Event im Endeffekt. Ja, das ist zuerst Wienerwald entlang, ja, dann ist es halt geschlossen. Also er teilt sich schon unsere Strecken auch. Also es ist, wie gesagt, wir sehen uns da überhaupt nicht als Konkurrenz, eher als Ergänzung, als super Vorbereitung eigentlich, wenn man 2 Wochen vorher noch einmal ein bisschen durchboosten will. Ich glaube 2 Wochen, nein, 3 Wochen waren es vorher. Und ich gebe euch recht, es gibt wenig, aber es hat auch seinen Grund, nämlich es ist einfach Wien. Und Wien ist einfach kompliziert, wenn da irgendwas behördenmäßig absegnen willst. Also das haben wir auch gemerkt. Und ich das erste Mal so richtig. Der Jürgen kennt ja schon das Pflaster. Also ich glaube, es ist in anderen Bundesländern womöglich leichter, einen Lauf zu organisieren, wenn man halt die Grundbesitzer kennt, wenn das in eine Gemeinde ist. Wir laufen ja von Wien nach Niederösterreich. Ein Steil. Stimmt natürlich. Also 2 Bundesländer sind sicher kein Spaß. Also so, ja, deswegen... Das geht alles, aber ich glaube, das ist schon noch ein Grund, dass es einfach hast sehr hohe Startkosten, mal überhaupt das Event hochzufahren. Okay. Weil einfach die Rahmenbedingungen, brauchst einfach mehr Rettung, wir haben Bergrettung dabei, also das ganze Programm, das ist schon recht viel Personal auch. Also, wenn ihr das kompliziert haben wollt, nehmt mal einen Berg, was weiß ich, so Frankreich oder so, wo einfach der Lauf durch 3 Länder geht. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Murzergaude, wenn es um administratives Zeug geht, wenn man so Frankreich, Italien und die Schweiz hat. Also sogar außerhalb der EU kurz einmal um die Ecke kommt. Ich glaube, wenn das jetzt einer hört von den Wiener Behörden, denkt er sich,
Challenge accepted. Nächstes Mal machen wir das komplizierter. Ne, wobei, der Jürgen hatte die Erfahrung auch mit dem Lindkogel-Trail. Mhm. Ist es dort einfacher? Also ich weiß nicht, wie die Grundbesitzverhältnisse jetzt im Wienerwald sind, weil ich hätte jetzt gedacht, entweder gehört es der Stadt oder gehört es dem Stiftkloster Neuburg, weil sonst gibt es da eh niemanden, dem irgendwas gehört. Ja, genau. Nun, man zahlt halt gleich, sobald man drüber läuft, gewisse Gebühren. Das ist halt okay. Ich weiß, ich kann jetzt auch nicht beim Trail und ich weiß nicht, was ich alles erzählen soll, darf. Aber ich weiß, es in Niederösterreich auf jeden Fall einfacher in dem Fall, weil es halt gewachsen ist und weil es halt eine Gemeinde ist, in dem sind Bad Vöslau und die halt dann auch mittlerweile dahinter stehen. Okay, ja. Man hat eine gewisse Regionalbank, die vielleicht unterstützt und so Sachen in der lokalen Umgebung. In Wien ist halt sofort alles die Stadt. Das heißt, auch sponsorentechnisch ist halt die Verbindung, wenn du sagst, du willst irgendwas gerade nachhaltig regional haben, viel schwieriger. Okay. Dass einfach schon, es gibt, wir sponsern zum Beispiel überhaupt nur Sozial-Events, sagen ganz viele, und keine Sportveranstaltungen. Und es ist, also so einfach wie es ist, ist es nicht, sage ich mal. Trotzdem, wie gesagt, ja, machen wir weiter und wird es auch weiterhin geben, aber es... Es ist super, weil wir haben es jetzt nur schon gehört von anderen Veranstaltern, dass es, also wenn du jetzt den Feitscher Grenzstaffellauf oder so hernimmst, da weiß ich, es sind viele Grundbesitzer beteiligt, aber natürlich derjenige, der das veranstaltet, kommt da aus der Gegend und kennt die auch alle. Nur wenn man jetzt da zum Beispiel so in Richtung Tirol geht, also jetzt da Kitzbühel versus Fieberbrunn und so weiter und so fort, wo einfach auf dem Berg 86 verschiedene Besitzer unterwegs sind. Du musst zu jedem hin dackeln und musst mit jedem verhandeln und musst sagen, ja, nein, wir sind von dort und da. Da hätte ich mir fast gedacht, dass es irgendwie, wenn du sagst, okay, wir haben zwei Grundbesitzer oder drei, leichter ist, aber wenn die natürlich sagen, ja, dafür haben wir halt Behördenapparat dahinter, ist jetzt auch nicht das Einfachste. Ja, wir haben das ja auch bei irgendeiner Folge mal besprochen, dass ja auch, ich weiß nicht, wie lange das her ist, die Stadt Wien ja auch nur am liebsten hat, dass die ganzen Laufveranstaltungen irgendwie im Prater und vielleicht noch auf der Donauinsel sind. Stimmt, und das macht ja auch die Nicht-Trail-Laufveranstaltungsszene in Wien recht limitiert und beziehungsweise recht fad teilweise, weil es gibt vielleicht den Herbstlauf und den, aber der ist halt immer im Prater und der Prater schaut dann, welcher Lauf das auch immer ist, der Prater ist trotzdem der Prater und schaut immer irgendwie gleich aus. Und ja. Da fehlt einfach auch die Diversität. Ja, genau, also es ist ja auch beim Tierschutzlauf gewesen, der war ja früher auf der Donauinsel und wird jetzt, glaube ich, auch nur mehr im Prater genehmigt, weil Gründe. Ja, ich weiß gar nicht, wer da jetzt genau dahinter steht. Und es ist natürlich klar, dass man in einer Millionenstadt da gewisse Prozesse anders ablaufen müssen. Aber ich sage mal, für eine Sportstadt, wie sie sich immer bezeichnet, sehe ich da schon manchmal gewisse Hürden. Da kommt jetzt keiner her und sagt, hey, super, dass ihr da was macht, können wir euch unterstützen, sondern es ist eher so, schaut auf dies und das und das, da kann euch der Jürgen wahrscheinlich mehr Geschichten erzählen oder weiß nicht, ob das gut ist. Aber ja, es ist sicher auch woanders mühsam und vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Aber es sind ja manche so Szenen, wenn man dann Magistrat sitzt, denkt man sich, okay, da ist wirklich die Zeit stehen geblieben und einer ist der Chef und gibt vor und kopiert irgendwelche Sachen rein und ihr wisst eh, ihr müsst das machen und das machen und dann im Endeffekt kommt kein Mensch vorbei bei der Veranstaltung, keiner interessiert. Aber man hat tausend Sachen, die man denken muss und Angst hat, dass vielleicht dich irgendwer anzeigt. Aber da könnte dann ja jeder kommen, sei mal nicht böse. da triffst du dann auf die Wiener Seele und ich meine, da könnte jeder daherkommen und plötzlich irgendwas wollen. Also das haben wir noch nie so gemacht. Ja. und da sind natürlich Straßenläufe, also diese klassischen 5 oder 10er in irgendeiner, weiß ich nicht, in Neustift im Felde und in, weiß ich nicht, in Rückersdorf und so, einfacher, weil, naja, wenn halt der Bürgermeister dahinter steht oder irgendjemand von dort, dann sperrst du halt einmal schnell kurz die Ortschaft für 2 Stunden und das ist genau wurscht. Ja, und du hast dort auch, ich sage mal, du spürst dort als Stadt auch den Einfluss des Laufs einfach viel mehr. Genau. Wenn die ganze Jahr tote Hose ist und dann kommt einmal der Lauf und plötzlich sind da 300 Mann, die trinken, konsumieren, sonst irgendwas tun und den Ort quasi in ein gutes Licht drücken, dann merkt es der Bürgermeister und irgendwann wird er ganz schnell dahinter sein. Ich glaube, im Ludwig ist das relativ blunzen, ob der Vienna Trail Run stattfindet oder nicht stattfindet. Also das, weil er nicht mitläuft. Das sieht man immer an. Ich, ich, ich,
Ich prangere das an. Ich fühle, dass der Ludwig dort mitläuft. Und wenn es nur der Easy Trail ist, ich zahle ihm die Startgebühr. Wenn es ein Spritzwein geben hätte und der Michi, wäre das nicht passiert. Ja, wenn der Ludwig mitläuft oder sonst irgendwer aus dem Gemeinderat. Wobei ich glaube sogar, dass der Ludwig, wenn ich mich ganz täusche, als Stadtrat noch relativ fit war und sogar mitgelaufen ist, mal wo, aber vielleicht ist auch nur ein anderer gewesen. Aber ja, also was auch noch dazu kommt, im Vergleich, glaube ich, zu Läufen am Land, dass du da halt oft Vereine hast, die da dahinter stehen und die ganzen Personalkosten kein Problem sind, weil sie sagen, ja, da helfen wir zusammen, gell, das ist dieses, wir tun was im Ort und das ist natürlich auch was extrem Kosten spart. Wenn der Fußballverein darf halt die Kantine betreiben, dafür geben sie Garderoben her und alles, das ist halt viel einfacher, weil in Wien musst du im Prinzip immer wen finden. So wie wir ein Glück haben mit dem Waldgrill, die uns da unterstützen und sagen, ja, da könnt ihr alles haben und mitnutzen. Dafür kommen ein paar Leute was essen. Total lässig dort. Aber wenn wir dort keine Infrastruktur haben in einem Trail, du brauchst ja gewisse, gerade in der Jahreszeit, mal was zum Unterstellen oder die WC-Anlagen. Duschen kann man nicht bieten, natürlich, das geht jetzt nicht. Aber sonst, ja, wenn du gar nichts hast, wo willst du denn anfangen? Also viele haben gesagt, ja, warum macht es nicht woanders den Start? Sag ich, ja, so einfach ist das nicht. Die Leute müssen hinkommen. Die Leute müssen sich irgendwo unterstellen können, wenn es gewittert. So blöd es klingt, ja, kann auch passieren. Und eine gewisse Infrastruktur ist natürlich schon von Vorteil. Und wenn man das komplett hat in einem Ort, also jetzt auch wieder beim Lauf, ist Gemeindesaal, alles kannst du benutzen, dann hast du quasi die Basis und brauchst nichts. Da sind die Biertische und Bänke, alles da. Und der Bürgermeister kommt noch vorbei, macht seine Rede, freut sich für Fotos und Also das sieht man ja bei solchen Sachen, selbst in Kainach oder ja, in der Feitsch ist es nicht, aber in Kainach zum Beispiel ist das gleichzeitig an dem Tag, ist halt auch irgendein Dorffest oder so im Stadtzielgelände und die verbinden das einfach und sagen, okay, zuerst lassen wir die Wahnsinnigen in den Wald laufen, dann fangen wir zum Feiern an und zum Grün und irgendwann kommen sie dann schon wieder dabei her, passt schon. Ja, in Wien ist eher so ein Döbling, dass dann die Leute sich denken, na, was ist denn jetzt hier los? Mein Hund möchte doch jetzt in Ruhe äußern gehen. Das stört man nur. Ja. Aber wir hatten vorher, um kurz mal zu schwenken, was mich noch interessiert, du hast irgendwie beim Thema Nachhaltigkeit und Abfallmanagement, hast du gesagt, dass ihr da irgendwie jetzt mehr probiert als kleine Veranstaltung, weil ihr da jetzt auch irgendwie mehr Einfluss habt. Was sind denn da die Dinge, die ihr da probiert und macht? Also grundsätzlich ist uns auch wichtig, dass wir es nicht machen, damit es halt grün ist. Also wir sagen, das ist Greenwashing, ist halt schon noch ein Ding, dass man sagt, ja, macht halt irgendwas und schreibt, wir sind super, so wie es halt alle Firmen machen auf ihrer Homepage mit Nachhaltigkeitsagenda. Sondern wir sagen, okay, man kann das Ding, wenn man es ja in dem Fall zu zweit organisiert, hat man ja vieles in der Hand, weil die Entscheidungen spricht man sich ab, die Sponsoren wählt man aus oder die Partner und Prozesse kann man ja so gestalten, dass es eben möglichst nachhaltig ist. Wir sagen jetzt nicht, wir sind nicht der Stein der Weisen, das ist nicht zu Ende, weil gewisse Dinge sind limitiert. Wir haben halt unsere Autos und die sind halt jetzt nicht Elektroautos und wir borgen uns nicht extra ein Elektroauto aus, damit ich mit dem Elektroauto am Berg fahre. Wenn ich halt Sachen abholen muss, nehme ich halt meinen Bus. Ja, aber gewisse Sachen einfach Angebot schaffen, sie wollen nicht bevormunden. Wir sagen, wir versuchen zum Beispiel die Wiener Linien zu ermutigen, dass sie die Intervalle erhöhen, wenn unsere Startzeiten sind, dass wir halt die Leute alle raufbringen, dass keiner das Gefühl hat, der ist jetzt eingesperrt im Bus. Dann bei der ganzen also wir haben die Mülltonnen zum Beispiel angeschaut, da ist fast nichts drin gewesen, es war einfach kein Abfall, die Leute haben auch in der Kommunikation ganz viel mitbekommen, das ist uns wichtig, einfach das für viele vielleicht zu oft erwähnt, aber gesagt, uns ist das wichtig, wir wollen darauf schauen, damit schon einmal weniger mitkommt, dass die Leute schon mit dem Mindset dahin gehen, hey, da ist irgendwie ein bisschen anders als sonst, wir schauen, dass wir unsere Sachen selber mithaben, dass wir nichts fallen lassen, dass wir das weniger, was gibt, trennen. Was wir einkaufen, organisieren, halt immer darauf achten, dass es gewisse Zertifikate hat, wobei wir auch sagen, uns ist wichtiger, dass es regional ist und von jemandem, den man kennt, als dass es jetzt unbedingt das Bio aus vielleicht Südamerika ist, dass man da einfach gut abstimmt, dass es Sinn macht und auch so sagt, okay, es geht halt jetzt nicht, weil es finanziell vielleicht auch nicht möglich ist, dann muss ich halt einmal die Schnitten beim Hof verkaufen oder sowas. Das muss auch okay sein, auch für Veranstalter nicht sagen, ihr müsst von Anfang an alles machen, sondern es gibt einfach auch leider in unserer Welt einfach finanzielle Grenzen und Hürden. Wenn man was Nachhaltiges machen will, muss man auch mehr Kosten in Kauf nehmen. Das ist auch ganz klar am Anfang, weil einfach du dann die, wenn wir halt beim Adama die Bio-Nüsse bestellen, kostet halt mehr, als wenn ich zum Spar die Vital-Nüsse kaufe. Aber ich weiß, die kommen direkt aus der Hand, wir können mit dem Händler selber sprechen und
da vielleicht langfristig ein Sponsoring aufbauen. Ja. Das heißt, man muss da viel rein investieren. Wir glauben trotzdem, dass es halt langfristig dann mehr Sinn hat, noch irgendwie mehr Freude macht, wenn man weiß, man hat jetzt nicht die 1000 Goodies. Und mit den Goodies, weil das vorher auch gesagt hast, das wurde auch explizit gesagt, na, endlich gibt es einmal nicht so ein Sackerl mit lauter Zeug, das ich eh wegschmeiße. Und das ist halt genau das, was kann ich schon einsparen? Ja, man kann natürlich darüber streiten, brauche ich eine Medaille oder nicht? Also das war sicher ein Thema, was wir uns auch zu Herzen nehmen, und da versuchen wir auch eine Lösung zu finden, dass nächstes Jahr jeder, der will, auch so eine Erinnerungsmedaille hat, aber dass es nicht so eine Massenware ist. Ich persönlich habe viele Medaillen zu Hause, die ich nie anschaue. Es ist so eine Erinnerung bei manchen muss man auch ehrlich sagen, die sind dann nicht mehr in Verwendung, so wie ich sage. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten von recycelten Materialien bis zu sowieso ja. nachwachsenden oder einen Lebkuchen zum Essen. Soll es ja auch sein, also gibt es ja Möglichkeiten. Also, ich muss sagen, da finde ich das in keiner, habe ich das ganz lustig gefunden. Das ist irgendeine regionale Firma, die, ich habe keine Ahnung, was das für ein Material ist, irgendein Gummi, Plastik, irgendwas, ganz bunt und so weiter. Und die schneiden dann halt irgendein Ding raus, was halt einzigartig ist. Und beim UTMB zum Beispiel kriegst du ja keine Medaille. Du kriegst ein Finisher, in dem Fall war es jetzt ein Gelee, das ist so eine ärmellose Jacken. Aber so, also ich finde ja tatsächlich, wenn man schon irgendwas hergibt, weil Medaillen wachsen ja auch nicht auf Bäumen, außer es sind Holzmedaillen. mittlerweile eigentlich viel wert. Also ihr habt ja, glaube ich, in der Vergangenheit so Holzmedaillen gehabt, wenn ich mich recht, oder habe ich das falsch im Kopf? Also wir müssen sozusagen, wir haben den Lauf jetzt übernommen. Das heißt, das Team von Thomas, das davor den Lauf durchgeführt hat, die sind jetzt quasi von uns ersetzt worden. Das heißt, ich weiß nicht alles, was früher war. Es gab, glaube ich, schon Medaillen, weil das war eben heuer auch von manchen ein Kritikpunkt. Aber es war auch so ein bisschen von uns mal zu schauen, wie kommt denn das an, wenn einfach so eine Maßnahme setzt, die jetzt quasi irgendwas limitiert. Und das war bei uns schon auch. Ja, ist auch eine Kostenfrage natürlich, wie viel man ausgibt. Sagen wir, okay, geben lieber Geld in das Startgeschenk, das wir auch verwenden, dass die Leute eben die Erinnerung hast du da auch meiner Meinung nach, weil es das Logo drauf und du bist mit dem gelaufen oder du hast sie im Schrank stehen und kannst sie weiterhin verwenden. Das heißt, da kann ich jetzt nicht genau sagen, wie das davor war. Mit der Holzmedaille würdest du halt mittlerweile wahnsinnig viel Geld machen. Also wenn du dir hinhängst und jetzt Geld gezogen hast, kannst du jetzt mal 1000 oder sowas aus Holz verkaufen und verbrennen. Das war einfach eine Investition in die Zukunft. Und das kann auch der Gold jetzt auch sagen, dann kommen dann die Leute da auf absurde Wünsche. Aber es ist also sicher ist viele Symbolik auch, aber ich finde Symbolik ist eigentlich ganz wichtig, einfach zu sagen, okay, was brauche ich denn wirklich? Und ich bemesse einen Lauf persönlich nicht nach dem Geschenken und nach der Medaille, sondern nach dem Erlebnis, nach der Strecke, nach dem ich will ja dort mitmachen, um mich zu bewegen, um mich eine Herausforderung zu stellen. Ich will ein gutes Service, ich will eine gute Betreuung haben. Wenn es Fragen gibt, will ich eine Antwort haben. Das ist mir wichtig. Und dadurch, dass wir beide Veranstalter, Teilnehmer, Sportler sind, waren, glaube ich, kann man das auch ganz gut nachvollziehen. Und wir sind auch für Feedback offen. Wir haben auch ganz offen ausgeschickt an alle Teilnehmer ein Feedback-Formular. Es ist auch viel zurückgekommen. Auch Leute, die sich sagen, ja, es ist das und das scheiße, den nehmen wir auch mit. Solange es halt natürlich in konstruktiven Bahnen ist, weil nur rausschreien, das ist immer leicht. Aber da auch ist sehr viel Positives gekommen, aber es gibt immer was zu verbessern und gerade wenn es größer wird, mehr Teilnehmer, kommen natürlich andere Faktoren ins Spiel. Zwei Fragen habe ich da, wobei das erste ist eigentlich gar keine Frage. Das erste ist nämlich eben dieser Becher, der ist ja für Leute, die, wenn es der erste Trailrun ist, dann hoffe ich ja, dass die ganzen Menschen, also falls jetzt irgendwer zuhört, von denen, das ist der erste Trailrun ist, schmeißt das Zeug nicht weg, weil bei allen anderen Trailruns ist der Faltbecher Pflichtausrüstung. Ihr müsst euch nämlich so ein Zeug sonst wieder kaufen. Das ist nicht blöd. Und aus dem Zeug kannst du auch Suppen trinken, ohne dass du die Finger verbrennst. Also und wenn einen Hund habt, ist auch urpraktisch, da kann der Hund auch mitschlabbern, wenn er mal wandern geht. Vielleicht hat man dann zwei, aber. Und Profi-Tipp, wenn ihr einen Hund habt und ihr einmal einen Faltnapf braucht, um Essen reinzuschmeißen, zum Beispiel wenn Corona ist oder so, geht's nicht ins Bergsparkgeschäft, sondern geht's zum Fressnapf, da kostet das Zeug ein Drittel. Haben wir bei mir ETF gemacht. Richtig. Und es hat wunderbar funktioniert. Aber das andere ist, was mich immer schon interessiert hat, aber ich,
also den Königsweg habe ich noch nie gesehen. Außer bei Veranstaltungen, wo es fixe Markierungen gibt. Also wenn man jetzt da den Wien rundum dumm nimmt, wo einfach rund um Wien der Weg einfach das ganze Jahr da ist und dementsprechend einfach, ich glaube, es sind mal tolle Plaketten, überall draufgeschraubt sind. Dort ist es klar, weil die müssen nichts mehr oder weniger machen. Nur wenn du jetzt eine normale Laufveranstaltung hast, wie du gerade bei Trail-Dingen diese Markierungen sichtbar machst, durable für den Lauf selber, dass es auch überleben, also Wind und Wetter, und trotzdem nicht irgendwelche Plastikflatterbänder oder sonstigen Schrott in den Wald ballerst ohne Ende. Also hast du da irgendwas, was du sagst, das wäre mal eine gute Idee? Also wir haben uns da sehr lange damit beschäftigt, weil es eigentlich den Jürgen und den Gregor, also vom Lindenkogel Trail, ja auch schon beschäftigt, weil es immer wieder Beschwerden gab von Förstern, die sagen, ja, da hängen dann die Bandeln, weil natürlich immer wieder passiert, dass Wind oder so das löst oder irgendwelche lustigen Leute abhängen. Also ich bin seit Anfang an auch dort und markiere immer wieder die Strecken. Das heißt, ich habe es mit zu tun immer gehabt. Und es ist wirklich erstaunlich, dass Leute in der Nacht sich scheinbar so fad ist, dass sie irgendwo raufkreuen und einen Kilometer abhängen, weil das gibt es nicht, dass es runterfällt auf einem Kilometer. Und es ist auch länderunabhängig. Das ist manchmal auch umhängen, dass du falsch läufst. Ja, also deswegen gibt es da immer die Kontrolle. Also wird aufgehängt und dann vor der Veranstaltung läuft jemand noch durch, um es zu testen quasi, und hängt nach. Also das habe ich auch hängt schon, um. Hab schon geschwitzt. Also ich habe schon regelmäßig geschwitzt beim Lindkogel, ob es sich eh ausgeht, weil so viel abgehängt wurde. Also da kriegt man dann um 4, 5 Uhr in der Früh schon einen Stress. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, des Materials, es gibt ja meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Entweder man hat etwas, das so langlebig ist, dass ich es aufhänge, abhänge, verstaue und wiederverwende. Da haben wir aber kein Material gefunden, das da irgendwie Sinn macht, weil Stoff wird nass, grausig, kannst du weghauen oder waschen oder hast dann einfach liegen. Plastik ist wieder die Frage, gibt es irgendwas, was musst du auch wieder lagern, was ist, wenn das verloren geht? Und wir haben uns dann im Forstbereich umgeschaut bei so einem Forstzubehör. Es gibt da solche Forstmarkierbänder, mit denen man den Baum markiert, der gefällt werden soll. Und die hängen ja quasi auch in der... Ist das nicht gefährlich? Ich markiere es eine Woche vorher, nächste Woche ist der Wald weg. Wir markieren dann will ich mal schauen, wie es danach markierst. hier waren doch Bäume letzte Woche, verdammt. Also wir markieren am Vortag natürlich, das heißt, die Chance ist bei der Regen und am Wochenende arbeitet keiner. Also in Wien. Okay. In Wien arbeitet doch unter der Woche weniger Leute. Egal. Ding. Und das heißt, wir haben jetzt diese Lösung eben mit Bändern, die theoretisch verwitterungsfähig sind. Das heißt, wenn Stücke verloren gehen, sind sie innerhalb von einem Jahr, werden sie biologisch abgebaut. Trotzdem sammeln wir sie aber ein und entsorgen sie dann wieder, weil es einfach nicht möglich ist, das zu lagern sinnvoll. Aber es ist zumindest mal kein Plastik aus nachwachsenden Rohstoffen. Und wenn wirklich ein Teil verloren geht, wenn man es abreißt, kann ja sein, dass ein Fussel ist. Und man sieht es auch, also ich habe die... Man kann sogar durchschauen, also wirklich, man sieht die Fasern, es ist nicht so dick wie ein Plastik. Also ist es irgendwie so, ist es so, kann man sich so vorstellen wie so diese ärmellosen Netzleiberl, also vom Stoff her? Das ist nein, es fühlt sich wirklich an wie so ein Krepppapier, aber dünner. Ah, okay. Wir können ja vielleicht das Produkt in die Shownotes geben. Freilich. Also wenn das Veranstalter interessiert, wir werden auch deinen Kontakt dort hinbringen. Homepage, ich schaue es nochmal schnell. Also wir haben es eigentlich sogar, glaube ich, wir haben es sogar verlinkt auf der Homepage. Also das ist aus Papier und Markierungsband von einer Forstbedarf-Firma, die natürlich auch damit zu tun haben, weil wenn ein Förster was aufhängt und es bleibt, also laut Hersteller ist es besonders reißfest, das Papierband, und verwittert in 1 bis 2 Jahren. Das heißt, ich sage einmal, man kann natürlich... Das gibt es in mehrere Farben und ist das wahrscheinlich auch reflektierend? Naja, das ist ja ein bisschen das Problem, sage ich mal. Es war aber, man muss sagen, heuer extrem neblig und es hat trotzdem funktioniert. Also wir haben das Feedback bekommen, dass wir zu gut markiert haben, dass es fast gar nicht mehr zu verwirren geht und dass es für manche zu viel war. Und dann gibt es ja Leute, die sich trotzdem verlaufen. Also es ist immer... Den obligatorischen Demeter gibt es immer. Also der sich auch, weiß ich nicht, im Brotter verlaufen würde um 4 Kilometer. Nur warum ich gefragt habe mit diesem Reflektieren, das ist,
weil bei manchen Läufen, jetzt beim Vienna Trail Run nicht, aber also außer du verlaufst dich wirklich weit, läufst du nicht in die Nacht. Ja. Aber bei manchen Läufen ist es halt dann so, dass du, weiß ich nicht, in der Nacht startest oder in die Nacht einlaufst oder was auch immer. Und da sind ja wirklich reflektierende Dinge Gold wert. Ja. Weil wenn du mit der Stirnlampe da hinkommst und du siehst das irgendwo blitzen und blinken, dann bist du schon relativ glücklich. Genau, also diese Nachtgeschichte haben wir jetzt eigentlich auch nicht, wie gesagt, aus unseren Gründen nicht wirklich beachtet, weil es uns wurscht ist, weil wir sagen, es kommt eh nicht so weit. Ja, prinzipiell, es ist noch nicht der heilige Gral, also wir suchen noch was Besseres auf jeden Fall. Ideal natürlich etwas, was du aufhängst, abhängst, einpackst und das nächste wieder aufhängst, aber es ist halt auch ein Lageraufwand, also man muss schon rechnen, dass man ein Bundle, also eine Rolle mit, was haben die 75 Meter, reicht so grob für 2 Kilometer vielleicht markieren, weil wir doch sehr, sehr eng hängen. Dazwischen haben wir Pfeile, die wir auch so drucken, dass man es wiederverwenden kann. Also wichtig ist halt keine Jahreszahlen drauf, keine Sponsoren, weil das kann sich ja, das ändert sich schnell. Also was man wiederverwenden kann, auch so bedenken, dass es einfach mehrere Jahre verwendet werden kann. Natürlich wieder mal was geflattert oder es wird kaputt, ist eh klar. Aber dass man einfach denkt, auch bei der Erstellung von Grafiken, Drucksorten möglichst so zu arbeiten, dass man es einfach im nächsten Jahr auch noch verwenden kann. Mhm. Eine ganz blöde Frage. Ich meine, was ja auch oft bei Laufveranstaltungen ist, ist am Boden diese Pfeile, die da irgendwie gesprüht werden. Mhm. Ich gehe jetzt laienhaft davon aus, dass es auch mit einem Material ist, was sich irgendwann von selbst verflüchtigt und dann ist es einfach nicht mehr da. Ist sowas jetzt keine Option? Weil hättest du das ganze Problem mit Lagerung nicht. Ja, das geht schon allein wegen der Witterung nicht. Das sind ja meistens Kreidesprays. Das heißt, wenn es regnet, ist weg. Und im Waldboden, das sehen die gar nicht. Das ist wurscht, was du sprühst, das ist sofort streng sich. Es ist meistens so, dass sich dann die Leute beschweren, ey, ich war wandern und da war alles angesprüht und die gar nicht wissen, was es ist und dann kommt das über Umwege irgendwie zur Stadt. Es ist, glaube ich, eher das Problem, als wenn man sagt, man hängt es auf und das ist so eindeutig anders, als was ich sonst kenne, das wird schon wieder weggenommen. Okay. Ja. Und deswegen geht auch, sobald der letzte Läufer rausgeht, geht auch jemand nach und hängt wieder ab und schaut, dass nichts hängen bleibt. Und wir haben sogar Läufer gehabt, die haben eine Startnummer in der Hand gehabt. Die hat jemand verloren, vielleicht möchte er sie haben. Also sie haben es wirklich aufgehoben und ins Ziel gebracht, was ich total aufmerksam finde, weil wenn man im Nebel rennt im Wald, muss man nicht an den Müll aufklauben, aber ist da schon eine gewisse Bereitschaft da. Das macht man aber einfach. Also ich glaube, jeder von uns hat irgendwann schon mal ein Gelbackel mitgenommen, das einfach herumgelegen ist. Oder beim Mozart haben wir auch zwar von der Startnummer, da waren auf der Startnummer diese Chips hinten drauf, draufgeklebt und es war, die Startnummer hat sie aufgelöst durch Hitze und Schweiß und alles Mögliche und die Menschen haben es verloren. Also es ist einfach, die Startnummer ist quasi auseinandergefallen. Und das haben wir auch mitgenommen und haben es beim Timing-Menschen abgegeben bei der Labestation und gesagt haben, also der Mensch muss da schon durchgekommen sein und der ist jetzt nicht ausgefallen, sondern dem ist offenbar die Startnummer auseinandergefallen, weil ich glaube, das ist nichts doofer, wenn du jetzt, weiß ich nicht, an 80-Kilometer-Lauf machst oder was auch immer und dann wirst du disqualifiziert, weil dir die Startnummer auseinanderfällt. Also da würde ich auch ziemlich sauer sein. Nur zu den Sprühdosen noch eine Geschichte. Es gibt ja die super durable Geschichten von diesen Sprühdingen. Das haben wir, weiß ich nicht, bei den Bergmarathons haben sie die klassischerweise, glaube ich, wo sie es auf die Steine drauf sprühen. Aber ich glaube, das ist wirklich, das sind Jahrzehnte dann auf diesen Steinen oben. Ja, genau. Also, wie gesagt, in Wien auch, also kann ich sagen, durch die ganzen Wanderwege muss man da auch auf, also kannst du nicht alle Farben herumsprühen. Und wir sehen es auch nicht praktisch, weil im Endeffekt ist es so konsistente Markierung möglich, weil du die Bänder einfach immer aufhängst und die Leute wissen, meine Startnummer, meine Farbe, ich laufe dem nach, so Worst Case. Und die schneller sehen und sagen, ich möchte das gewinnen, die sollen sich bitte die Strecke sowieso vorher an, also nehme ich davon an, gerade in Wien kann man sich das eh alles anschauen, wir haben unsere Streckendaten sowieso zur Verfügung, das heißt, man kann sich jederzeit die Strecken nachlaufen im Jahr und sich vorbereiten. Dann denke ich, man kann man sich die markanten Punkte auch merken, wenn es wirklich um den Sieg geht, sage ich immer. Und für alle, die hobbymäßig unterwegs sind, ist man nicht alleine unterwegs. Also wir haben ganz viele Fragen gehabt, schaffe ich das eh und verlaufe ich mich eh nicht?
Da ist sicher noch Aufklärung auch für Anfänger da, weil du kennst halt den Stadtlauf, da rennst du halt im Kreis oder da gibt es nicht so viele Ecken oder es ist halt überall ein Streckenposten. Das macht im Wald halt auch keinen Sinn, weil es einfach nicht logistisch nicht möglich ist und soll auch nicht sein. Ich will ja auch in Ruhe laufen und möchte nicht da überall irgendwen mit der Warnweste stehen haben mitten im Wald und auf mich aufpassen. Also es ist auch, es ist kein Orientierungslauf, aber es soll, ja, wie gesagt, anleiten. Es soll schon halt auch irgendwie ein Trail-Feeling aufkommen, auch wenn es unter Anführungszeichen nur 7 Kilometer ist. Aber wenn es halt auch ein Einsteiger-Trail ist, dann finde ich, muss er sich auch als solcher anfühlen. Und du hast halt auf die größeren, unter Anführungszeichen größeren Trail-Events, die halt dann mehr für die schon Erfahrenen sind, auch keine Streckenposten stehen, der dich dann einweist. Und das sind Dinge, die man einfach quasi lernen muss als Neuankömmling. Und ja, und ich fand auch richtig, was du vorher gesagt hast, wenn ich da irgendwie gewinnen will, dann die Zeit, die ich dafür wegsuche und irgendwie drauf geht, das kostet mich zu viel Energie, das kann ich sowieso nicht machen, wenn ich da auf letzten Zacken laufe und da irgendwie um den Sieg mitlaufen will. Ja, und da muss ich das schon vorkennen. Ja, und wenn ich um den Sieg beim Traillauf mitlaufe, dann weiß ich, dass ich auf meine blöde Uhr schaue und dann weiß ich, dass wenn ich mich verkaufe, dann verkaufe ich mich halt. Dann habe ich halt ein Pech gehabt, dann war ich entweder zu blöd oder es war halt nicht markiert. Also es gibt natürlich schon Läufe, wo einfach nicht markiert ist. Ja, passiert. Es verlaufen sie die Weltbesten, wenn es ist. Weil wer die Markierung abgenommen hat, weil sie nicht geschaut haben und einfach irgendwem anderen nachgelaufen sind oder weiß ich nicht. Es gibt 1000 Gründe, warum du verlaufst. Oder weil es der mit da ist und der verlauft sich sogar in der eigenen Wohnung. Ja, ja, das natürlich auch. Aber also da muss ich sagen, ich glaube, jemand, der erfahren ist, der weiß das, weil bei wirklich größeren Läufen die Streckenposten, die du hast, wo findest du die? In den Ortschaften. Mhm. Also wurscht, ob das jetzt da in Innsbruck ist oder ob das jetzt in Salzburg ist oder ob das jetzt da beim UTMB ist oder so irgendwo. Dort, wo du eingewiesen wirst quasi, wo du links und rechts laufen sollst, ist immer nur dort, wo du eine Straße überqueren sollst, das quasi absperren oder wo sie da sagen, laufe hier links, hier rechts, weil wir sind da in einer Ortschaft und ich kann da nicht alles anmarkieren, weil das geht nicht. Aber im Wald steht doch überhaupt niemand und sagt, oh, ein dritter Baum links. Wenn du das nicht findest, hast du Pech. Ich sage immer, die einfachste Regel ist, wenn du 30, 40 Meter nichts siehst, dann bist du wahrscheinlich falsch. Also das ist dann meistens so. Ich meine, natürlich markieren wir bei den Kurven enger und dichter und wenn halt eine lange Gerade ist und du siehst immer das nächste Bundle, dann kann man nicht jeden Baum anmalen, weil das ist ja auch, ich meine, wer will denn durch einen Schlangenwald laufen, da wirst du ein bisschen vom Wald auch sehen. Das ist schon auch wichtig. Aber wie gesagt, wenn wir so ein bisschen den Kompromiss aus Einsteiger, viele neue Läufer und gleichzeitig wollen wir aber auch denen, die schon mehr Ambitionen haben, auch was bieten. Deswegen gibt es eben auch seit heuer diese längere Strecke, die natürlich auch mehr Herausforderungen bietet für uns, weil wir dann halt einfach nach Niederösterreich laufen und da wieder gewisse Mountainbike-Strecken queren und so weiter, die ganzen Späße. Aber ja, es hat heuer, glaube ich, ganz gut funktioniert und langfristig wollen wir das auch ausbauen. Es kann nicht sein, dass es auch einmal eine noch längere Strecke gibt, wo wir noch ein Eck dazu nehmen. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ja. Es hat mich ja dieses Jahr wirklich geärgert, weil ich wollte ja eigentlich mitlaufen und ich wollte da eigentlich auch ein bisschen angreifen, was halt noch so in mir steckt als Jungpapa. Aber das Jungpapa-Dasein hat mich dann und der Kindergarten-Dasein hat mich dann dahingerafft. Ja. Aber dafür hat mein Papa, den ich eigentlich dazu überredet habe, mit mir hinzufahren, ist dann allein hingefahren und hat seine Altersklasse gewonnen. Also zumindest einer von uns hat uns da irgendwie ehrenvoll vertreten. Na, sehr gut. Herzliche Gratulation. Das mit dem Jungpapa sein verstehe ich sehr gut. Das weiß man erst, wenn man selber dadurch war in der Phase. Mit statt 5 Uhr aufstehen und laufen, ist es 5 Uhr aufstehen und Lego spielen. So ist es. So ist es. Ich sehe, du fühlst meine. Nein, ich war einfach krank, es ist einfach wirklich nicht gegangen. Und, ja. Aber wie gesagt, es gibt ja noch ein nächstes Jahr. Das heißt, ihr könnt ja schon mal einen neuen Kalender schreiben, den 15.10., wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, 15.10. Gleich alle notieren. Das passt gut. Auch wenn ihr vorher irgendwas anderes als Ziele habt, 15.10. geht immer. Da sind alle anderen Sachen schon vorbei. Das ist der perfekte Abschluss eigentlich des Jahres, sagen wir mal. Ja, mit Lindkugel anfangen und mit Wiener Trailrun aufhören, oder? Genau, man könnte das nicht besser sagen eigentlich. Ja, und dazwischen gibt es ja auch ganz viele andere schöne Läufe.
wo wir hoffentlich auch bald wieder zu Gast sind und einfach mal vorbeischauen, weil es ist sehr wichtig, dass man gegenseitig auch lernt und sich andere Veranstaltungen anschaut. Also da gerne auch, wenn jemand zuhört und sich austauschen will, auch gerne auf uns zukommen. Und auch der Lindkogel, muss man sagen, ist ja zum Laufen richtig cool. Also bei mir steht er auch schon wieder ganz dick in der Liste für nächstes Jahr drinnen. Der ist im März. Ich glaube 26. 26. März. Also ich weiß nicht, mit mir das Haar, wenn ich das richtig sage. 26. März und ich muss sagen, wer sagt, der Vienna Trail Run mit die 26 ist ja jetzt ein bisschen zu wenig. Lauft einfach den Langen beim Lindkogel. Der ist schon ganz gut anstrengend, wenn man will. Und das ist auch das, was wir immer sagen, man muss nicht weit fahren, um auf tollen Trails zu laufen. Also du hast echt in der ganz, ganz nah, sogar mit dem Bus, kannst du echt einen tollen Tag im Wald verbringen. Und der Lindkogel ist jetzt da zwar mit dem Bus, wahrscheinlich kannst du ihn auch mit dem Bus erreichen, aber also jetzt von Wien aus würde ich eher mit dem Zug fahren nach Bad Vöslau. Ja, dann ist es fußläufig. Ja, ich meine, man kann es zum Aufwärmen nehmen. Also ich glaube, ein Kilometer ist bis zum Bad. Okay. Doch, soweit, okay. Mhm. Also was ich im Sommer ist auch eine super Kombination, zuerst eine Runde laufen und dann ins Bad Vöslau, ins Thermalbad. Das ist sehr schön, sobald es offen hat. Da ist auch der Stadtzielbereich davor. Ja. Dort kann man im Sommer auch schön baden. Ist ein bisschen teurer, aber wunderschön. Also dort auf jeden Fall auch ein heißer. Wenn man sich das Ticket leisten kann, dann kann man sich den Eintritt auch leisten. Ja. Aber es ist das Schöne, es können ja alle die Trailläufe das ganze Jahr sich anschauen auf den Homepages und die GPX-Daten. Das heißt, man kann auch sagen, denen zahle ich nichts, ich laufe so, ist auch okay. Dann kannst du das auch machen. Ja, wobei das sind ja, also ihr seid ja nur auf Wegen unterwegs, die auch wirklich ganzjährig belaufbar sind. Also es ist nicht so, dass ihr sagt, oh, wir haben hier so und so viel Privatgelände, wo man nicht hin darf normalerweise, sondern bei diesen ganzen Läufen sind es echt, man kann das einfach runterladen und ausprobieren und mal schauen, schaffe ich die Strecken überhaupt, gefällt mir die Gegend, keine Ahnung. Wobei, ich glaube, beim Linko bin ich nicht ganz sicher, ob es nicht ein Stück gehört, da gibt es halt durch ein Tor durch, ob das immer offen ist. Ich bin schon einmal abseits des Lindkogel, also die der 54 bin ich 2000, also letztes Jahr. 20, oder? Ja, 20? Ich schon wieder da war der Lindkogel-Trail, glaube ich, nicht. Das war nämlich der erste Lockdown. Niemand darf raus, irgendwas in die Richtung war das, was du gelaufen bist dann. Da war irgendwas. Wir sind schon mal abgelaufen. Ja. Ich glaube, wir sind auf der ganzen Strecke, außer wir haben uns irgendwie selbst verkoffert und haben mal kurz Abkürzung genommen, aber sonst haben wir alles, glaube ich, soweit gelaufen. Aber gesagt, man kann ja dann auch Varianten finden. Also gerade der Lindkogel ist wirklich, habe ich auch erst im Zuge der Streckenerkundung damals kennengelernt und ist wirklich ziemlich lässige Landschaft und abwechslungsreich und voll. Cool, ja. Mhm. Aber das heißt, du und der Jürgen, ihr macht es jetzt da mehrere Dinge ja zusammen schon, also Lindkogel bist du, glaube ich, auch mit im Boot? Ja, also ich bin nicht der Veranstalter, das macht der Gregor, also es sind die zu zweit und ich bin aber seit Anfang an so, ich habe einmal, waren sie gütig und haben mir so einen Streckenchef Startnummer gedruckt und da bin ich dann damals die Strecke markiert und vorgelaufen und da war ich noch so fit, dass ich, glaube ich, im Bewerb Dritter, Vierter geworden wäre mit meiner Pre-Run-Time, aber da hat keiner was abgehängt und ich war noch im Training. Jetzt ist es eher so, dass ich meistens eingeholt werde. Es ist ein Wahnsinn, was die ersten zwei manchmal mitlaufen. Da weiß ich nie, wie die das schaffen. Ich starte mit 2 Stunden Vorsprung und trotzdem holt es mich, weil man einfach so viel Zeit braucht, wenn man mit dem Rucksack schleppt, noch ein paar markiert. Genau, also da sage ich mal, habe viel gelernt bei ihm und immer wieder unterstützt, weil ich jetzt auch, ich bin ja nicht nur ich mache sonst beruflich was anderes auch noch, aber helfe halt immer gerne aus. Genau, und bei Time Now Sports bin ich auch als Zeitnehmer im Einsatz. Das ist auch ein Projekt vom Jürgen, also Zeitnehmungsfirma. Das spielt ganz gut zusammen und deswegen komme ich da auch viel herum bei Läufen. Das hilft natürlich auch immer wieder, wenn man neue Eindrücke hat. Aber sprich, ihr arbeitet da doch recht intensiv zusammen bei den verschiedenen Sachen. Genau, verschiedene Projekte, ja. Also ja, ja. Klassischer Subunternehmer, sagen wir mal so teilweise.
Oh nein. Also aber ich zahle mich selber schlecht. Ein Ausbeuter sozusagen. Nein, du bist der arme DPD-Fahrer für ihn, der als Scheinselbstständiger das jetzt machen muss. Eine Startnummer, wo Streckenposten oben steht. Streckenchef. Ja, die von Luft, Liebe und ein bisschen Ehre lebt da. Ja, das heißt, ihr habt aber, weil du vorher das wirklich gesagt hast, total gute Rückmeldungen kriegt, quasi auf den Lauf, also jetzt auf die letzte Austragung, dass das alles gut funktioniert hat. Und das motiviert euch wahrscheinlich auch, dass ihr jetzt sagt, okay, dieses Konzept wollen wir quasi überall, wo wir können, auch umsetzen in die Richtung. Genau, also natürlich der Fokus ist auf die Veranstaltungen, die halt bestehen sind, das heißt den Trailer einfach noch einmal besser machen und einfach das auch annehmen. Aber es ist schon so, zumindest ist es eher, der Jürgen ist schon sehr im Einsatz für viele Projekte und ist eher sehr voll. Aber ich habe so ein bisschen gemerkt, dass das schon das ist, wo ich Leidenschaft habe, wo ich auch, glaube ich, eine Ahnung habe und jetzt die Erfahrung vom eigenen Lauf, weil wenn man immer nur mithilft und viel sieht und macht, ist das eine, aber wirklich das selber mit umzusetzen, was anderes. Und ich sehe halt einfach die Möglichkeit für Personen, die gerne einen Schritt in die Nachhaltigkeit gehen wollen, da einfach zu unterstützen, weil ich mir denke, es soll nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, wenn man sich jetzt die Zeiten anschaut, die auf uns zukommen mit gewissen Veränderungen, finde ich, sollte jeder seinen Teil dazu beitragen und auch in der Veranstaltungsszene, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man einfach Initiativen setzt und ja, einfach dafür Acht gibt und ich glaube, dass man langfristig damit ja auch Geld spart und gewisse Prozesse optimieren kann, gerade im kleinen Bereich, wenn man sich mal was anschafft, was man jahrelang nutzt, statt sich immer irgendwie einzukaufen und wegzuschmeißen. Ja, oder auch teilen. Also ich meine, wenn ihr da ja auch quasi da eng Zusammenarbeit sind in der Veranstalterszene rund um Wien, sage ich einmal, dann da gibt es auch gewisse Synergieeffekte, wo man einfach voneinander profitiert und da auch vielleicht nicht doppelt die Dinge besitzen muss, kann ich mir vorstellen. Genau. Ja, also ich meine, so eine simple Sache, wir haben uns das Siegerpodest war so ein Ding, so 3 Tage vorher, also irgendwie war es schon cool, erst selber eins kaufen, nein, aber gar nicht so leicht, eins zu bekommen. Dann haben wir dankenswerterweise vom Bezirk, 15. Bezirk, über eine Connection von einem anderen Lauf, dann die ausborgen können, die dort irgendwo im Keller liegen, weil die brauchen das halt auch nicht immer. Ja. Aber es ist halt dann auch wieder ein Aufwand, hinfahren, ausborgen. Also die Versuchung ist schon groß, sich dann einfach eins zu nehmen, was man verwendet. Aber ja, einfach, gewisse Sachen kann man sich sicher einfach ausborgen. Das ist eh klar. Ja. Ich glaube, dass es wirklich jetzt bei den Sponsoren jetzt nicht nur Sponsoren, die diesen Lauf sponsern, sondern auch die Expo-teilnehmenden Hersteller und so weiter und so fort, dass dort schon langsam das ein bisschen ankommt, dass es gerade in der Trail-Szene doch einen schlanken Fuß macht, wenn man sagt, oh, wir knallen nicht alles mit Plastikzeug voll, sondern wir bringen nur das mit, was wir wirklich brauchen und wir nehmen unser Zeug wieder mit und wir verwenden es halt 4 Jahre hintereinander, weil ob denn mein Stand jedes Jahr 2 neue Farben hat oder nicht, ist jedem, der dorthin geht, exakt wurscht. Ja. Wenn du dort bist und du dort einen guten Job machst, dann finden das die Leute im ersten Jahr genauso toll wie im 7. Jahr. Und wenn du einen frisch lackierten Stand hast, aber Blödsinn machst, dann finden sie es auch im ersten Jahr schon blöd. Ja, der Sponsoren ist schon so ein zweischneidiges Schwert, wenn man schon merkt, es gibt halt viele, die wollen dann schon auch was austeilen oder was herschenken. Und dieses Angreifen, Goodie-mäßige, ist natürlich auch limitierend, wenn man sagt, ihr dürft es nichts herschenken, soll es möglichst nachhaltig sein, man muss dann irgendwie seine Partner auch an gewisse Sachen erinnern. Das macht sich jetzt auch in Zeiten wie diesen, sage ich mal, mit Energie und Krise und sonstiger Teuerung auch nicht leichter. Also was Essen. Ist? Essen. Was essen? Essen ist immer gut. Achso, ja. Ja. Weiß ich nicht. Ein Kilo Kartoffel. Also ich fand super, wo ich mal war, da war statt einer Medaille gab es einen Lebkuchen und das war halt super, weil die es aufheben wollen, die haben es halt aufgehoben, es wird eh hart und die anderen haben gesagt, es ist mal wurscht, ich esse es halt, das schmeckt gut, also das ist auch eine ganz gute Lösung, aber da sind wir noch nicht ganz sicher, wie wir es mal lösen. Ich rechne damit, dass es nächstes Jahr Lebkuchen als Dienst gibt, also
Ich hoffe, die sind dann auch für so Pflanzenfresser wie ein Beet und für mich essbar. Wenn nicht, ich würde es wahrscheinlich aufweisen, weil ich hänge jetzt auch nicht so sonderlich an Beteilen. Aber so ein guter Lebkuchen nach dem Lauf. Also man kennt es auch wirklich cool machen, für, dass man sagt, Lebkuchen isst nicht jeder, weil die einen haben halt eine Allergie, die anderen sind Veganer und hin und her. Nehmt halt schon Lebkuchen sowas wie eine Selleriescheibe. Das ist aber ja. Aber also Lebkuchen oder ist halt so, deswegen haben wir ohne gut. Ohne Geschmack für Veganer. Ja. Richtig, wobei es gibt vegane Lebkuchen auch. Also, wenn es darum geht, können wir sicher eine gute Connection herstellen zu Menschen, die diverseste Tipps haben, wie man das sinnvoll macht. Solange es kein Sellerie mitspielt. Nein, nicht den Sellerie, sondern einen veganen Lebkuchen, der gut schmeckt. Mir hat mal wer erzählt, dass man, wenn man Sellerie, angeblich mehr Kalorien verbraucht beim Essen, als dass man durch den Sellerie zu sich nimmt. Das ist die Gurke, heißt, oder? Ich habe das für Sellerie gehört. Okay. Das heißt, wenn du dir eine Sellerie-Medaille hergibst, dann verbrennst du noch zusätzliche Energien, die und also das ist ja dann nur ein Vorteil. Aber wenn du schon urfertig bist, stirbst du vielleicht daran, weil du ja, Details. Das ist Kollateralschaden, den es halt, ja, ist halt so. Deppert grennt. Ja, kann man nichts machen. Ja, ich glaube, da gibt es sicher noch viele, also gibt es sicher auch andere Veranstalter, die schon coole Ideen haben, aber ich denke mir einfach, die einfach generell ist es. Ich sehe so viele Laufveranstaltungen, wo alles gleich ist. Einfach dieses Out of the Box mal was anderes machen, weil das ist das, was man sich erinnert. Ich war bei einem Green Event ganz frühe Zeiten, beim Lipizzaner Heimatlauf. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ob es noch gibt. Aber ist der in Köflach in der Gegend? Genau, ja. Ich habe mir damals geschaut, welche Läufe haben dann diesen Green Event Preis gewonnen, weil ich einfach als Recherchezwecke da hinfahren wollte. Und die haben dann nämlich, ich glaube, Lebkuchen gab es auch, aber die haben als Sieger, wäre für euch auch ganz spannend, ein Bierkrug gehabt aus Glas und den habe ich heute noch und die sind super. Immer die Erinnerung, das war doch das Lauf da unten, da war bis um das Lipizzaner Gestüt gelaufen und das waren so Kleinigkeiten, die immer in Erinnerung bleiben und andere, was du hast. Also ich glaube, alles, was irgendwie an, also was abseits dieser Laufveranstaltung irgendeinen Sinn macht, ist schon mal gut. Ob das jetzt da beim Fackerseelauf hat es ein paar Laufsocken gegeben. Als Goodie. Also mit dem laufe ich seit 6 Jahren herum mit den Socken, die werden bald auseinanderfallen. Oder halt ein Bierkrug oder ein Lebkuchen. Wurscht, aber rund um ein Turm. Brot. Das Sieg am Brot. Brotmedaille. Also, er hat jetzt auch mal vom Ströck oder so irgendwas, gab es doch da, was der Ströck, ich weiß, irgendeiner von diesen. Ja, Ströck ist der Sponsor vom Vienna Trail Running. Die sollen einfach Brotmedaillen machen. Ja, ja. Und Brot, ich weiß nicht. Ja. Naja, Brot kann man. Ich mein, und veganes Brot wieder. Brot. Ja, Brot geht immer. Aber ja. Brot essen? Ja, Brot ist super. Ja, da können wir noch schauen, was dann wird. Ah, ja. Aber wenn ihr dann Brot mit einem habt, wollen wir an den Tantiemen irgendwie beteiligt werden. Ich habe das hier zuerst gehört. Ja, und für die ersten drei gibt es noch ein bisschen Marmelade drauf. Und der Sellerie. Aber wie gesagt, Wichtige ist eben, wenn man sich zusammensetzt, ein bisschen kreativ. Ich glaube, das ist so die Ermutigung an die Leute, dass man einfach mal was ausprobiert und nicht immer sagt, na, es geht nicht, das hört man eh viel zu oft und na, das kannst du nicht machen und na, das ist so. Ja, ich glaube, man darf auch mal ein bisschen mutiger sein, weil dann hat man vielleicht auch Chancen für seinen. Es gibt immer wieder Orte, die es dann schaffen, mit einem Silvesterlauf, keine Ahnung, welche Stars anzuziehen, weil sie einfach eine Nische haben und sagen, das ist der Ort, wo man Silvesterlauf macht, obwohl kein Mensch weiß, wo der irgendwie fällt, ist auch gar nicht ein Beuerbach, glaube ich, oder? Das kann sein, ich mein, was das Mödling bekannt ist, und da gibt es eben einen sehr bekannten Silvesterlauf. Also ja. Es gibt also, ein paar Läufe. Die österreichischen Topläufer alle mitlaufen, weil sie halt dabei sein wollen. Das ist im Prinzip nur ein Lauf in einem Ort, ein Rundlauf sogar. Also ja, wenn da wer dahinter ist, der Gas gibt, dann geht das schon. Ja. Und ich finde auch, dass auch die wichtige Position von so kleinen Läufen ist, eben Dinge auszuprobieren, weil du hast das vorher auch schon irgendwann gesagt, dass natürlich das jetzt für einen Stadtmarathon wie den Wien-Marathon bei all der Kritik, die er manchmal verdient, schwieriger ist, gewisse Dinge umzusetzen, weil er halt an gewisse Ehrendinge gebunden ist, ist eh auch manchmal klar. Aber dann ist gerade wichtig, dass so kleine Veranstaltungen zeigen, dass es auch anders geht und dafür dann den Weg ebnen, dass es dann vielleicht normal wird und irgendwann dann auch die größeren Läufe auf den Zug aufspringen. Ja, und wenn eben Sponsoren und Veranstalter und Gemeinden sehen, oh,
bei diesen vier kleineren Läufen hat das alles wunderbar funktioniert und die Leute haben das cool angenommen, dann können die anderen das auch wunderbar quasi kopieren und halt nach oben skalieren und fertig. Ja. Genau. Also das ist so ein ganz, das ist noch nicht das Schlusswort, aber eigentlich hast du schon was vorweggenommen, denn skalieren, kopieren, muss nicht kopieren sein, aber anpassen oder Ideen aufgreifen. Ja. Wir sagen nicht, nein, das ist unseres und das soll nur wir machen, sondern es geht darum zu zeigen, dass es funktioniert, auch ein bisschen. Weil ich in der Meinung bin, es kann nicht sein, dass man sagt, das geht nicht, sondern egal welcher Bereich es ist, da gibt es Beispiele in eine andere Richtung, die auch zeigen, dass es funktioniert. Und auch bei der Wien-Marathon gesagt wurde, ja, ist auch, das überhaupt umzusetzen in so einer Stadt ist auch schon eine Leistung, dass die ganze Stadt steht. Dass, ja, es beschweren sich immer Leute, aber trotzdem, das ist für einen Laufsport auch viel getan, wenn einfach mal die Stadt steht und man durch die ganze Stadt laufen kann, ist auch ein Statement. Und jeder muss halt so seinen Bereich finden. Und ja, ich bin sicher, wenn wir größer werden und mehr Teilnehmer noch haben, muss es gar nicht sagen, dass es in die Tausend geht, weil es ja auch um Verträglichkeit geht im Wald. Aber dass man einfach sagt, die dabei sind, dass die einen Spaß haben, dass sie sagen, es taugt ihnen und sie kommen wieder und nehmen auch einen Freund mit oder jemanden, der es noch nicht ausprobiert hat, dann ja, sehen wir da schon Potenzial. Und gleichzeitig ist auch eine Herausforderung immer, wenn man wächst, dass man dann noch die Maßnahmen genauso mitwachsen lässt, weil natürlich das, wenn doppelt so viele Leute kommen, man doppelt so viel Platz braucht für gewisse Sachen. Und du hast ja Erfahrung mit verschiedenen großen Dingen. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, der Luxemburg-Marathon ist jetzt eine andere Hausnummer wie in der Trail Run und ihr seht es alle nicht, Flo. Aber was der Flo sich gerade denkt, aber ja, er hat Erfahrung mit verschiedenen großen Dingen. Ich habe nur gegrinst. aber gibt es so irgendwie natürliche Grenzen, wo man einfach sagt, okay, Veranstaltungen bis N-Teilnehmer, da kannst du wirklich quasi richtig hemdärmelig hingehen und dann gibt es also eine mittlere Größe, da muss man schon ein gutes Konzept haben und liebe Veranstalter, wenn es größer als Teilnehmerzahl N habt, bitte fangt ein paar Monate vorher an, weil das wird dann tricky. Ja, ich meine, ich glaube, die Vorlaufzeit beim Startmarathon ist schon fast über ein Jahr. Also ich weiß, dass die in Luxemburg, wenn es aus ist, eigentlich schon den nächsten anfangen zu planen. Ich glaube, es ist vom Gesetz her auch in Wien so, man braucht mal so ein Abfallkonzept, glaube ich, ist es bei 1000 oder 2000 Leute. Also ich würde schon sagen, die 1000 ist so eine Grenze. Also über 1000 wird schon ein größeres Event. Und dann, wenn es dann in die 5.000, 6.000 ist, ist es schon ein großes Event. Aber ich würde sagen, so ungefähr um 1.000 Teilnehmer ist schon so eine Benchmark, wo man es dann schwieriger hat, allein in der Kommunikation. Aber wenn dann plötzlich jeder eine E-Mail schreibt, ist einfach nicht mehr so leicht handelbar, dann brauchst du ein Personal. Also ich würde sagen, wenn du so eine Größe haben willst, würde ich es mit 1.000 schätzen. Bis dahin kann man ganz gut so quasi wie ich bubenmäßig das zusammenzählen und planen. Und dann braucht man, glaube ich, schon also längerfristiges auch Personal, die das betreuen, weil einfach, ja, alles rundherum mitwächst. Jo, Floci? Meine virtuelle Frageliste ist abgearbeitet. Perfekt, meine auch. Das heißt, mir bleibt eigentlich nur mehr zum Sagen, liebe Leute, schaut in die Shownotes, notiert euch das Datum vom nächsten Vienna Trail Run. 15. Oktober. Richtig. 15. Oktober, kann man sich schon anmelden? Noch nicht, gell? Es kommt erst darauf an, wann wir online gehen und ihr die Sendung ausstrahlt, aber ich sage mal, also, das ist eine gute Frage. Maybe. Lass dich überraschen. Also ja, es ist sicher bald möglich, sollte auf jeden Fall noch im November möglich sein. Ja. Ihr schaut einfach jeden Tag auf die Vienna Trail Run Seite und schaut einfach, ob ihr euch anmelden könnt. Genau, also am besten ist, ihr folgt uns auf Facebook oder Instagram, dann verpasst ihr gar nichts. Mhm. Findet ihr alles in den Shownotes und auch die Kontakte für die Veranstalter, die jetzt da Green Events machen möchten. Könnt ihr euch auch direkt einfach an uns melden, also an mich, Matthias oder an den Jürgen und der leitet es weiter an mich. Nein, Spaß. Also, es landet am Schluss bei dir und du sagst dann, was Menschen tun sollen oder nicht. Mhm. Und du hast gesagt, für den Luxemburg-Marathon bist du auch immer verantwortlich. Wann ist der? Der ist verantwortlich im eigentlich Mai oder so. Also du bist für das Abfallmanagement verantwortlich. Ich freue mich über jeden Österreicher, der mitläuft. Es gibt immer wieder bekannte Gesichter, die dann doch auftauchen. Der ist immer Ende Mai, also das lange Wochenende, nicht Pfingsten oder Pfingsten, nein.
können wir noch. Nächstes Mal ist es 20.05.23. Genau. Ja, genau, stimmt. Peter, wie immer, top vorbereitet. Ja, einer muss ja hier. Ich bin der Chef noch persönlich. Genau. Let me google this for you all. Gut. Ja. Dann sagen wir herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Und wir sehen uns spätestens beim Vienna Trail Run, aber wahrscheinlich schon vorher beim Lindkugel. Wenn es euch richtig bemüht und richtig schnell seid, dann holt sie Matthias ein, wenn er noch am Ausflacken ist. Ich wollte gerade sagen, Peter, das muss nächstes Jahr für dich das Ziel sein. Du musst ihm irgendwo am Lindkogel Trail begegnen und Hallo sagen persönlich. Bevor er fertig ist, ja? Sag das dem Trainer, das muss das Ziel sein. Kommt auf an, welche Strecke du läufst, sonst wird es schwierig. Peter läuft sicher die lange. Es ist richtig. Die 54er ist nächstes Jahr wieder im Plan. Sehr gut. Na dann wünsche ich euch allen einen guten Winter. Trainiert's brav. Dankeschön. Ja, aber freilich. Nicht zu viel Bier trinken und zu viel Kekse essen. Und dann sehen wir uns am Lindkugel. Passt. Gute. Passt. Bis dann. Danke. Ciao.